2対0の勝利となりました。今日の試合振り返ってください。Ja, es war sehr schwierig gegen eine defensiv sehr kompakte und gut spielende Mannschaft, aber trotzdem haben wir besonders in der zweiten Halbzeit viele Torchancen rausgespielt und dann auch verdient gewonnen.まあ、相手はコンパクトに立ってきたので非常に難しい試合になりましたけれども特に後半自分たちもいい攻撃ができて、本当に勝利に値する試合だったと思います。ホームでは早い時間の失点が続いていたのでいい入りをしたいとおっしゃってましたが無失点でした。このあたりはいかがですか。Ja, natürlich gut. Das ist ja auch der Schlüssel, um erfolgreich Fußball zu spielen, dass man nicht zu schnell und vor allen Dingen nicht zu einfach Gegentore zulässt. Das haben wir heute viel besser gemacht. Der Gegner hat im Grunde erst so in der Endphase des Spiels zwei gute Möglichkeiten gehabt, aber bis dahin war das Spiel schon entschieden. そうですね。まあ、成功するためには最初の方で簡単な早い時間帯の失点は妨げないといけないというのは十分学んだところですし、まあ、今日はそれが十分できたと。相手にも、まあ、攻撃のチャンス本当に終わりの方にいくつかあったぐらいの感じで、すごく集中していい守備ができたと思います。今日は2ゴールの活躍、ピエロス選手の評価お願いします。Ja, vor allen Dingen auch zwei sehr schöne Tore. Den ersten hat er sehr schön ins Tor geschlenzt, beim zweiten hat er seine gute Kopfballstärke unter Beweis gestellt. Er hat heute ein prima Spiel gemacht. Ich wünsche mir für ihn und für uns, dass er eine Weile ohne Verletzungen bleibt, dann wird er noch viele Tore mehr für uns erzielen. そうですね、本当に素晴らしい、2つのちょっと、違うゴールが決まったと思います。1点目は本当に狙いすましたいいゴールでしたし、2点目は本当にヘディングの強さっていうのを見せつけた素晴らしいゴールだったと思います。まあ、彼にとっても、我々にとっても、彼がこのまま怪我をせずに、ずっとやってくれたら、たくさんゴールが見れるんじゃないかと、そういうふうに思っています。6月の9連戦、いいスタートを切れましたね。Ja, Gott sei Dank, da sind wir sehr zufrieden drüber und freuen uns natürlich jetzt auch auf die beiden Event-Cup-Spiele gegen FC Tokyo. Eine sehr spielstarke Mannschaft, aber an guten Tagen sind wir das auch. そうですね、本当にいいスタート切れたというふうに思います。また次、L1 カップ FC 東京戦ありますけれども、まあ、難しい試合になるかもしれませんけれども、自分たちもこの勢いを続けてやっていきたいと思います。ありがとうございました。